Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Infovideo. Cattle & Crops. Letztes Mal im Trailer stand ja dort Kickstarter und jetzt ist es so. Cattle & Crops möchte 75.000 Euro, für das sie ihr Game weitermachen und das so ausführen können. Das Geld, also mindestens 75.000 Euro. 66.000 Euro haben sie jetzt schon. 1.456 haben schon unterstützt. Das könnt ihr auch machen, indem ihr unter Kickstarter geht und oben Cattle and Crops eingibt. Einer hat auch unter meinem Video einen Kommentar geschrieben, unterstützt das. Finde ich ganz cool, denn das Spiel, wenn das wirklich unterstützt wird und so gemacht wird, ist das nämlich nachher ein mega geiles Spiel. Wenn das Geld nicht zusammenkommt, gibt es das Geld für euch zurück. Wenn es nicht zusammenkommt, dann gibt es Geld zurück für euch. Hier könnt ihr unterstützen, Mindestbetrag 6 Euro. Supporter from the first hour, Bronze und so weiter. Gibt es hier, dann gibt es 11 Euro. Gibt es 22 Euro, da gibt es schon mehr. Finalversion 1.0, Downloadversion. Dann gibt es Mindestbetrag 27 Euro. Dann gibt es Cattle & Crops Early Access Download-Version. Dann gibt es 33 Euro Mindestbetrag. Cattle & Crops Early Access Download-Version und so weiter. Da könnt ihr selber ein bisschen durchschauen. Da sehen wir auch schon 100 Unterstützer. 671 Unterstützer, 17 Unterstützer, 4 Unterstützer, 7 Unterstützer. Dann hier 176 Unterstützer zahlten 44 Euro. Season Pass 1 Jahr. Dann Mindestbetrag 55 Euro, Season Pass 2 Jahre lang. 308 Unterstützer, 99 Euro, Season Pass 4 Jahr. Lang- und Gold-Supporter, 135 Unterstützer, 99 Euro, Early Farming with Friends, 34 Unterstützer, 199 Euro, CNC Kickstarter Bundle 10-mal, also da gibt es Cattle & Crops 10-mal in der Finalversion, 2 Unterstützer bisher, ist schon viel eigentlich, dann 777 Euro, sehen wir hier CNC Lifetime DLC Pass, Season Pass Lifetime Platinum, 1700 Euro, hat noch keiner unterstützt, also noch keiner gezahlt. Da wäre dann Kickstarter Bundle 100 Mal, hat man halt Cattle & Crops 100 Mal, bekommt man Cattle & Crops 100 Mal. Also wer ein paar Freunde hat, kann das kaufen. So, dann 3.333 Euro für Custom Map and Lifetime DLC Platin. Null Unterstützer, genau. Das wäre halt so die Sache. Da könnt ihr auswählen etwas und unterstützen Cattle & Crops. Wäre es ja nicht, ich unterstütze das auch. Was ich aber auswählen werde, sage ich jetzt nicht. Auf jeden Fall. 1460 Unterstützer, 66.265 Euro und es dauert noch 29 Tage. Also sieht gut aus für Cattle & Crops. Hier nochmal der Trailer, den haben wir das letzte Mal ja angeschaut. Genau. Wer will, es ist niemand gezwungen. Wer will, darf das unterstützen. Kickstarter und dann da oben Cattle and Crops eingeben. Genau. In diesem Sinne war es das schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Schreibt ein nettes Kommentar. Abo nicht vergessen. Bis bald. Tschüss.